Wenn ihr euch erinnern könnt an die Arena. Mist, was war da jetzt drin? Scheiße. Die Arena, wo wir Whisper getötet haben, heldenhaft. Dann erinnert ihr euch daran, als die Untoten kamen, hatte der Sprecher, der Ansager gesagt, vom Litchfield-Friedhof. Oder wer sich auf dem Litchfield-Friedhof rumtreibt, weiß, dass da die Untoten spuken. Und das bedeutet, wenn wir jetzt auf den Litchfield-Friedhof gehen, dann werden da verdammt viele Untote sein. 1000 Fertigkeitserfahrung. Auch gut. Wir können aber jetzt auch einfach den Weg hier zurücklaufen und erst einmal Donner töten. Denn der ist ja irgendwo hinter Nord Bowerstone. Und dann können wir diese Quest angehen und den aus der Welt schaffen, erstmal Lady Grey heiraten. Und dann können wir uns immer noch um unsere Mutter kümmern. Die läuft ja nicht weg. Die ist schließlich im Gefängnis. Für Verbrechen, die wir nicht nachvollziehen können. Wir wissen halt immer noch nicht so wirklich, worum es geht. Wir wissen irgendwie, unsere Familie hat bestimmte Kräfte. Das haben wir ja in der Blutlinie gelesen. Und unsere Schwester Theresa hat uns ja auch schon Kräfte verliehen oder wahrscheinlich Erfahrung gegeben. Ich weiß immer nicht, was dieser grüne Schimmer sein soll. Erinnert mich immer ein bisschen an Avada Kedavra. Aber ich lebe noch. Nicht geklappt, Schwesterchen. Ich bin immer noch am Leben. Wie willst du das klären? Ich bin genau hier. Jedenfalls scheint ja Messer Jack irgendwie Interesse an unserer Familie gehabt zu haben oder immer noch zu haben. Deshalb hat er Theresa die Augen ausgestochen und zum Sterben im Wald zurückgelassen. Zwillingsklingen hat sie gefunden und hat er nicht gefunden, hat er versucht zu finden. Ich weiß nicht, warum ich so wichtig bin für ihn, warum nicht unsere ganze Familie. Scheinbar unsere ganze Familie hat das Blut der Mutter, die scheinbar am wichtigsten zu sein scheint. Nämlich die, Werwolf, die Balverin-Töterin, sozusagen. Merkwürdig, hier kommt man immer noch nicht rein. Wahrscheinlich nehme ich hier gerade was vorweg, was soll's. Jedenfalls, unser Vater war ja scheißnormal. Und die beiden Kinder und die Mutter sind nicht normal. Und die Mutter hat er jetzt gefangen gehalten, um was zu tun. Wir wissen nicht, was er mit unserer Mutter anstellt. Keine Ahnung, was er vorhat. Okay, die Windmühlenhügel, oh, jetzt gibt's auf den Windmühlenhügel plötzlich Untote. So wird's auf dem Litchfield-Friedhof auch aussehen. Ein großer Haufen Untote, die leider ein bisschen nervig zu bekämpfen sind, weil sie alle so verdammt langsam sind und dann erstmal umfallen. Und wenn sie am Boden liegen, kann man sie nicht angreifen. Das sieht man bei dem hier. Der wird verteidigen, wir können nur einen starken Angriff machen und nach dem starken Angriff fällt er um. Verdammter Mist. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt bam. So, er fällt um, steht ultra langsam auf und ich gebe ihm noch eine. Boom. Und das passiert genau das gleiche nochmal. Das ist so ein bisschen das Problem mit diesen Untoten. Es macht Spaß, die Kleinen zu besiegen, weil sie mit späteren starken Waffen nach einem einzigen Schlag sterben. Jetzt sterben sie nach zwei Schlägen. Wahrscheinlich bin ich auch noch nicht stark genug. Aber gegen die Kleinen zu kämpfen ist spaßig, gegen die Großen zu kämpfen nicht, weil die bis unter dem Angriff abblocken und ich bekomme gar keine Abschlussbewegung, so wie eben. Also, es kann nervig sein, gegen die zu kämpfen. Ja, deshalb lassen wir den da jetzt auch einfach mal aus und töten nur die, die auf unserem Weg sind. Wir können den Litchfield-Friedhof komplett säubern, aber hier ist nicht unbedingt nötig. Ich will eigentlich nur zu Donner durchdringen und ihm den Erdbogen da gleich machen. Ey, das ist ja ein ultra cooles Sprichwort. Dem Erdboden gleich machen. Das bedeutet, ihn zu töten und seine Leiche verrotten zu lassen, bis sie zur Erde zerfällt. Das bedeutet das, wir machen ihn der Erde gleich. Wie intelligent ist das denn? Zuerst tötet ihr meine Schwester und jetzt versucht ihr mir meine Liebste zu nehmen. Ich werde eure verdorbenen Knochen zermalmen. Wir treffen uns am Henkersblock oben auf dem Hügel. Ein passender Ort, um euch zu erledigen. Die Frage ist halt, wie kommt er denn darauf, dass Lady Grey seine Geliebte ist? Ich meine, von ihm aus schon, aber Lady Grey will ihn überhaupt nicht. Also was würde es dir denn bringen, wenn du gewinnst? Müsste sich Lady Grey ihm dann fügen? Hat er, nur weil er ein Mann ist, mehr Macht über sie, obwohl sie adelig ist und die Bürgermeisterin? Kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist der Wille des Volkes, der Bürger, dann so groß, dass er sich dem fügen muss? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass eine Adelige, also eine
adelige Frau, dass die sich einem Verehrer fügen muss, nur weil er sich als würdig bewiesen hat, auch wenn sie ihn gar nicht will. Oder vielleicht sehe ich das ja ganz falsch und Lady Grey will jeden, der den anderen Verehrer töten kann. Solange wie... Vielleicht ist es ihr völlig egal. Wenn Donna mich töten kann, dann würde sie vielleicht sehen, oh, Donna ist ja gar nicht so ein Penner, wie ich dachte. Der hat Pesti getötet, also muss er ein mächtiger Held sein. Viel mächtiger, als ich dachte. Also werde ich ihn heiraten. Vielleicht ist das einfach die Voraussetzung. Vielleicht macht sie mir nur Mut, aber würde Donna genauso heiraten, wenn er es denn schaffen würde, mich zu töten. Man weiß es nicht. Vielleicht ist das einfach ihre Voraussetzung. Nicht so nach dem Motto, ich will dich heiraten, aber damit es funktioniert, musst du erstmal Donna töten. Sondern, ich will dich heiraten, aber wenn du Donna tötest, dann bin ich mir sicher, dass ich das wirklich will. So ungefähr. Na gut, ihr kriegt das mal schon Frist, aber nur, weil ich gute Punkte dafür bekomme. Ich glaube, meine Hörner sind schon wieder verschwunden. Das gibt's doch nicht. Ja, wirklich, meine Hörner sind weg. Und wieso, meine Hörner sind nur weg, weil ich gegen Lakaien und Räuber gekämpft habe. Wie soll denn ein Held seine Hörner wachsen lassen, wenn ich ständig gegen Viecher kämpfen muss, die so böse sind, dass ich durch das pure Besiegen gute Punkte bekomme? Genauso wie die Untoten hier. Ich glaube, für die bekomme ich auch gute Punkte. Da, gute Punkte! Ist ja zum Kotzen! Wie soll ich... Es ist völlig unmöglich, böse zu sein. Egal, rauf auf den Scharfrichterhügel und Donner töten. Das ist hoffentlich böse genug. Meine Schwester hielt euch für ihren Freund. Ihr habt sie getötet. Ihr wisst doch, was Rache bedeutet, nicht wahr, Bauerntölpel? Und die Lady wird mir gehören. Falsch. Ich könnte jetzt sagen, die Lady wird niemandem gehören. Sondern sie kann höchstens dein Partner sein, dein gleichwertiger Partner. Aber ich bin der Teufel und sage, nein, verdammt, sie wird mir gehören. Was ist das denn jetzt? Irgendein Blitzkram. Oh toll, du greifst das Publikum an, was dich gerade noch angefeuert hat. Intelligent? Nein, finde ich nicht. Weißt du was, du kriegst jetzt hier eine höllische Wut. Mal gucken, wie dir das schmeckt. Komm, Donna! Komm, mach was! Yeah, du Mistsau! Seht, wie seine Energie gedraint wird. Sie wird langsam gedraint. Sehr langsam. Sie jubeln aber immer noch Donna an und ich verstehe nicht so ganz, warum. So. Bam! Haha, ich krieg einen bösen Punkt dafür, nur weil ich das benutze? Ach nee, ich habe wohl scheinbar ein bisschen von dem Publikum angegriffen. Was mir auch nichts ausmacht. Ich weiß nur, er ist verdammt schnell und das, obwohl er so ein großes Schwert hat. Und das Problem ist, er hat ein Riesenschwert, aber ist, hat trotzdem ein Schild. Und das ist einfach Bullshit, dem kann ich überhaupt nicht ausweichen. Ah, Mist. Bam! Verdammt! 90 hat es gebracht. Nicht sonderlich viel, muss man sagen. Donnerwetter, Mann! Jetzt Donnerwetter zu sagen, ist gerechtfertigt. Ah, ich kann ihn wirklich nur mit Abschlussbewegungen treffen. Das ist ein bisschen nervig. Und das ist auch Bullshit, wie schnell er ist. Guck mal, wie groß er ist und vor allem, wie alt muss er sein? Er war ja schon so ein Riese, als ich noch ein Pimpf und 8 Jahre alt war. Okay? Und das ist inzwischen wahrscheinlich 40 Jahre her. Das heißt, der muss mindestens 60 oder 70 Jahre alt sein. Das, wie kannst denn du immer noch so schnell und beweglich sein und so stark? Wie ist denn das möglich? Kann doch gar nicht sein. Du hältst dich auch für Arnold Schwarzenegger, wa? Falsch! Bist du aber nicht. Du bist nämlich nur Donner. Jetzt check ich das erst. Deshalb hat er so einen Blitzangriff, weil er Donner heißt. Bekomme ich sie nicht, bekommt sie auch kein anderer. Könnt ihr sie sehen? Sind sie noch am Leben? Ihr kämpft wie ein Dämon, aber ich werde nicht eher ruhen, bis Whisper gereicht ist. Tja, dann wird dies dein Tod bedeuten. Ah, blöde Mistsau. Es wird dein Tod bedeuten, wenn du Whisper unbedingt rächen willst, was nie passieren wird. Ey, guck mal, ich hab die... Folge mir. Ich kann ihm sagen, mir zu folgen. Warum? Ist das sowas wie ein Aufgeben oder sagen, hey, wie wär's, wenn wir gemeinsame Sache machen? Und, eine Dreiecksbeziehung. Nein, ich will keine Dreiecksbeziehung mit Donna. Lass mich in Ruhe. Lieber eine mit Lady Grays Schwester. Aber die ist ja leider tot. Dumm gelaufen. Mann, du mit deinem scheiß Angriff. Der wird mich ein einziges Mal treffen. Dann stehe ich auf und bin außerhalb von Wirkungsrades. Du bist echt ein Eierkopf. Hallo, er hat mich geboxt. Habt ihr gesehen?
Hab ich geboxt? Warum boxst du mich? Warum tust du sowas? Da ist eine Dämonentür, auch interessant. Mann, verdammt. Ist ja auch lustig, ich wäre zu diesem Ort hier niemals hingekommen, wenn ich nicht gegen Donner gekämpft hätte. Und wir können auch sehen, man kann nämlich nicht springen und ich kann auch Klippen nicht runterspringen. Das ist hier aber sehr interessant. Glaubt ihr, ihr könntet ihr Herz erobern, indem ihr mich tötet? Die Lady liebt mich. Verdammt, das solltest du dich mal selber fragen. Bist du wirklich so ein Vollidiot oder nicht? Gott, du bist wirklich ein Vollidiot. Wir gucken mal, was die Dämonentür hier will. Ich gehe nur auf, wenn ihr einen anderen Helden im Kampf besiegt. Verstanden? Oder seid ihr beschränkt? Oh, okay. Das ist unser Ausweg, wenn der Kampf vorbei ist. Also, ja, gut. Toll. Scharfrichterhöhle. Ja, also, Donner, du hast die Ironie schon erkannt, ne? Aus, als würde jetzt alles hier enden. Du bist weggelaufen. Zweimal. Du bist so ein Ei. Und hier, sehr schön, dass man den Angriff unterbrechen kann. Einfach, wenn man einen Feuerball hat, damit man ihn nicht berühren muss. Komm schon, stirb, Mistsau. Was für ein dunkler Tag, an dem Whispers Mörder mich besiegt. Wenn die Lady nur wüsste, was ihr seid, wie tiefschwarz euer Herz ist. Na, lasst mich jetzt in Ruhe. Nein, ich werde dich töten. Warum darf er gehen? Warum darf ich ihn nicht töten? Donners Helm. Fuck, Mann, warum darf ich ihn nicht töten? Ich habe keine bösen Punkte bekommen. Wollte mich denn verarschen? 15 Schlüssel habe ich nicht. Wie viel Schlüssel haben wir denn? Das gucken wir mal nach. 10. Okay. 10 ist gut, dann können wir wenigstens mal andere Truhen öffnen. Mit 10 Schlüsseln. Ach, so ein blöder Mist. Ich durfte ihn nicht töten. Das finde ich nicht in Ordnung. Können wir denn wenigstens hier angeln? Das wäre eigentlich ganz schön, wenn ich hier angeln könnte. Ah, jetzt hatte ich es eben. Da. Da? So. Ist es jetzt überhaupt in dem... Ja, ich glaube schon. Ich glaube, man kann gar nicht angeln, ohne dass Blubberblasen da sein müssen, oder? Ich glaube, so war das. Ich glaube, das geht nur da. Reiß gleich die Leine. Ich habe den Fischwettbewerb nicht gemacht und deshalb habe ich die Angel nicht, wo die Leine nicht reißen kann. Dann kann man die ganze Zeit klicken und der Fisch kann gar nichts machen, weil die Leine nicht reißen kann. Da muss man nie aufhören. Das ist so, wie wenn man im Stardew Valley Fisch-Minispiel einen unendlich großen Balken hätte und einfach gar nichts machen muss. Na gut, hier muss man trotzdem um sein Leben klicken und das ist teilweise ziemlich schwer, denn so schnell wie der Fisch manchmal zieht, kommt man gar nicht gegen ihn an. Und ich... Ach Gott. Dieses Wasser ist irgendwie nur einen halben Meter tief, da kannst du doch reingreifen, du brauchst keine Angel, du Vogel. Nein, komm schon. Jawohl. Meine schönen Hörner sind nicht mehr da. Ein Silberschlüssel. Na, wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt 11. Gut zu wissen. Dieser Schlamassel gefällt mir nicht. Ja, war trotzdem gut. Hüpft rein. Du meinst wohl eher hüpft durch. Denn diese verdammte Dämonentür, die wir im Gibbetwald gesehen haben, das war einfach nur der Durchgang hierher. Das war die Dämonentür von hinten praktisch. Also da ist überhaupt kein Schatz drin, sondern das war nur der Durchgang, nachdem wir Donner getötet haben. Das war leider eine Dämonentür, die uns nicht im geringsten irgendetwas gebracht hat. Sehr tragisch. Wir haben schon wieder eine Nebenquest... Ach ja, natürlich, eine Nebenquest, um Lady Grey zu bezirzen. So, wir sollen ja hier jetzt erstmal zurückgehen und Lady Grey heiraten, ne? Darum geht es ja eigentlich. An verdammte Räuber, warum sind denn die auf einmal so hardcore? Da, friss einen Feuerball! Läuft hier die ganze Zeit weg und denkt, er ist schneller als ich. Nix da. Niemand ist schneller als ich. Da! Jawohl! Blut! Und ihr wollt auch noch... Ihr konntet es ja nicht drauf beruhen lassen, ne? Ihr musstet ja unbedingt auch noch gegen mich kämpfen wollen. Bitte sehr, wenn du es unbedingt möchtest, willst du sterben? Da! Ich habe Donners Helm in der Tasche. Schönen Tod wünsche ich dir. Oder nein, wünsche ich dir nicht. Ich wünsche dir einen... Sehr berühmt erreicht. Ah,
Herr Status, sehr berühmt. Ich bin sehr berühmt. Donnerwetter. Sehr berühmt ist schon eine Aussage. Jetzt wollen wir mal gucken, mit wie vielen Jahren wir sehr berühmt geworden sind. Mit 41. Okay, also es ist erst ungefähr 30 Jahre her, dass wir Donner gesehen haben. Also könnte er vielleicht doch erst 50 gewesen sein. Ja, genau. Er könnte so 10 bis 15 Jahre älter sein als wir. Also so Mitte 50 ungefähr. Aber trotzdem, er hat sich ja irgendwie kein bisschen verändert. Und er scheint... Und er war immer noch verdammt schnell. Das muss man ihm jetzt einfach mal lassen. Er war ja kein schlechter Gegner. So. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn nicht töten durfte. Ich hätte ihn gerne getötet. Das wäre doch noch viel mehr Anerkennung von Lady Grey gewesen, oder? Vor allem Lady Grey hat selber ein ultraschwarzes Herz. Sie hat ihre Schwester getötet. Ich habe nur meine beste Freundin getötet, die ich seit 30 Jahren kannte. Und dann ihren Bruder. Aber nicht meine Schwester. Das ist viel böser. Wenn ich meine Schwester getötet hätte, dann wären mir wahrscheinlich Hörner gewachsen, die nie wieder abfallen würden. Das wäre schön. Hörner, die nie wieder zurückgebildet werden. Man arbeitet sich die Hörner an und dann werden sie zurückgebildet. Ist doch für den Arsch. So, Lady Grey. Ich bin bereit. Kann ich mir höflich sein? Ich werde jetzt Lady Grey heiraten. Denn es gibt eigentlich nichts, was ich sonst noch tun müsste. Ich bin drum herum gekommen, ein Haus zu kaufen, weil ich den Mord aufgedeckt habe und dann gemeinsame Sache mit ihr gemacht habe. Dann habe ich Donner besiegt, ich habe dir eine schwarze Rose geschenkt. Was willst du noch? Mein Held, ich hörte, was passiert ist. Niemand hätte sich als würdiger erweisen können als ihr. Ich bin ja so glücklich. Ich muss sofort Vorbereitungen für die Hochzeit treffen. Und wenn ihr eine andere Frau auch nur anseht, lasse ich ihr das hübsche Köpfchen abschlagen. Ihr, nicht mir? Na, wunderbar. Und so heiratete der Held. Wenigstens einen Tag lang wurden die Sorgen des harten Alltags beiseite gewischt. Ihr habt eine Aussteuer von 15.000 Gold für diese Ehe erhalten. Ah, so funktioniert das? Oh, guck mal. Hallo? Hallo? Was geht ab? Hey, wie wär's mit einer roten Rose? Na, okay. Also scheinbar gibt es keine Dialogoptionen mehr. Scheinbar war's das jetzt. Lady Grey lässt nicht mehr mit sich reden, sie guckt nur noch verzückt. Aber wir können jetzt in Villa Bowerstone gehen. Oh ja, Villa Bowerstone. Was für ein fantastischer Ort. Hier gibt es absolut nichts zu sehen, bis auf eine klitzekleine Kleinigkeit. Die gucken wir uns jetzt mal an. Was ist das denn hier? Sieht ja aus wie ein Seelenstein aus Skyrim. Ich kann es nicht anders sagen. Obwohl die da rosa sind. Ich weiß immer noch nicht warum. Es sieht aus wie ein Seelenstein aus Skyrim. Wenn ich nicht wüsste, wie ein Seelenstein in Skyrim aussieht, dann würde ich sagen, er sieht so aus. Finde ich, oder? Lady Grays Schlafzimmer. So. Die Frage ist, wo ist mein Schlafzimmer? Denn guckt euch mal meine Statur an. Das Bett ist gerade mal für mich groß genug und nicht lang genug. Es ist rund. Auf jeden Fall können wir es benutzen. Das ist nur ein Silberschlüssel. Ah, böse Punkte. Das war wie gestohlen. Ihr findet nichts Interessantes. Also man kann das Bett nur durchsuchen, als wäre es eine Truhe oder so. Aber wir können es nicht benutzen für seinen eigenen Zweck. Also, wenn wir unbedingt ein Bett benutzen wollen, müssen wir immer noch ins Darkwood-Bordell, anstatt einfach Lady Grey zu fragen, mit der wir verheiratet sind. Sollte eigentlich einfacher sein. Ich finde, wenn ich verheiratet bin, sollte ich es nicht mehr nötig haben, ins Bordell zu gehen. Sehe ich das falsch? Thank you.
Vorsicht, ihr